Ich bin Vater. Hallo zusammen. Hier ist Rockaby mit Star Wars Battlefront. Und ich würde gerne mal eine Runde Multiplayer spielen. Und zwar, was haben wir denn hier? Wir haben Drop Zone. Hoppala. Und Walker Assault. Das ist hier so ein Battle mit vielen ATs. Und wir müssen irgendwas erobern. Und das ist Fast-Paced Action with Single Objectives. Naja, was auch immer. Ich würde sagen, ich spiel eine Runde. Wow, hier sind viele unterwegs. Dann spielen wir das mal. Die Lobby ist voll. 20, 40, 20 zu 20, Walker Sound. Okay. Tipps gibt es da unten, die sind so klein, die kann ich nicht lesen. Und schon gar nicht so schnell übersetzen. Macht Pause und dann könnt ihr es sehen. Dann schauen wir mal, was Walker Assault so hergibt und was Battlefront so hergibt. Star Wars, ja, kennen viele. Also Spiel hatte ich noch keins, habe ich noch nichts gespielt. Ich habe hier so einen Kollegen mit Schneeausrüstung, das heißt, wir spielen im Kalten. Keep uplinks offline to stop the rebels bombing raids. Defend ATs from rebel attacks. Ja. Partnerstart geht nicht, dann wollen wir mal starten. Dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Also diese roten, ich sag mal Satellitenzeichen, die ich hier sehe, Schüsseln, die werden wir sicherlich erobern müssen. Sag ich mal. Oh oh. Aber so wie es aussieht, haben die was dagegen. Das ist die Frage, wie kommen wir da hin? Ohne dass wir gleich tot sind oder dass ich gleich tot bin. Komm mal her, du Hund. Na, der zielt besser als ich, oder? Ist der noch da, der Kollege? Mal gucken, ob er noch da ist. Einfach mal ein bisschen näher ran. Und mal gucken, ob wir von... Y-Wing is locked on to our AT-AT. Mann! Tot! Eindeutig. Der hat mich gekriegt und wir müssen die Uplink-Stationen ausschalten. Schmeißen wir mal Granate ins Blinde. Die gehört zu uns. Deactivated their Uplink. Prevent any reactivation attempts. Rebel forces have triggered the Uplink station. In order to protect our walkers. Ich habe keine Ahnung, ob das Teil überhaupt so weit schießt. Hier laufen ja schon ein paar Kollegen von mir vorne rum. Oh, hier ist irgendwas Größeres am Einwandern. Was bestimmt ungesund für mich ist. Und hier. Wenn so eine Meteranzahl da steht. Oh, Backe. Das sieht schlecht aus. Da ist doch bestimmt nichts Gutes zu erwarten. Bestimmt was.
Okay. Lass mich mal gucken. Ich habe da, glaube ich, jawohl, eine Tür gesehen. Na gut, ob das gut ist, da reinzugehen, werden wir wissen, wenn wir tot sind. Aber ich komme jetzt irgendwie von hinten her rein. Da ist noch ein Kollege mit mir rein. Wo sind die Jungs hier? Haben wir den erwischt oder? Nee, der hat uns erwischt. Mist! Heieiei. Nicht nett. Wir müssen die Ablenkstation erobern. Mühsam stapfen wir durch den Schnee. Ich hab aber einen an der Klatsche. Entschuldigung. Aber da habe ich ja wohl ganz schlecht geschaltet. Ich höre irgendwo was Größeres mit seinen Füßen um mich rumlaufen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo sind denn die Jungs schon wieder? Ah, jetzt hängt's. Ich glaub's ja wohl nicht. Oh, okay, war ein kurzer Hänger. So, ich renne trotzdem nochmal hier rein. Und hoffe, dass ich nicht gleich wieder hier in irgendeinen Kollegen reinrenne. Wo sind die Jungs? Die sieht man jetzt auch nicht unbedingt sofort. Oh shit, Sackgasse. Nicht gut, nicht gut. Rebel troops headed our way. Ich stand jetzt. Ey, wieso? Das finde ich nicht nett, dass der mich gekriegt hat. The uplink station has been activated by the rebels. We must deactivate it in order to stop a Y-Wing attack. Wir müssen da rein. Naja, wir müssen etwas vorsichtiger vorgehen. Wäre auf jeden Fall mal. Das sieht gerade mal. Nicht nett. Gar nicht nett. Sound ist echt cool.
ist auf jeden Fall einer. Du gehörst zu mir. The rebels have activated the uplink station. We must shut it down. So. Ja. So bald tot, ne? Also hier waffentechnisch bin ich auf jeden Fall noch nicht auf dem neuesten Stand. Ich sollte mal voll den Hintereingang benutzen. Vielleicht habe ich ja Glück und da ist gerade keiner. Das hat der Kollege auch gerade gedacht, benutzt den Hintereingang. Mann! Was ist denn das für ein Nachlademechanismus hier? Der gefällt mir ja gar nicht. Gut, jetzt könnte man sagen, es liegt an mir. Ja, den habe ich auch zu spät gesehen. Das war mal... Die haben sich da hinten irgendwo verschanzt, die Jungs. Ich versuch's mal hier drüben. Mein Glück. Rebel Bombers have locked onto our AT-AT. Guck mal, da ist. Gehört da wieder zu uns. Ich weiß nicht. Man könnte meinen. Kann man den Jedi hier mal? Wow, jetzt ist hier aber mächtig was los. Guck mal, hier sitzt wer auch immer. Entschuldigung. Continue the assault.
Okay, irgendwie hier hin. Okay, da ist aber jetzt voll. Können wir ja mal so ein Teil noch mal darüber befördern. Rebel Y-Wings are targeting the walkers. Wo sind denn die Jungs hier alle? Und das ist ein bisschen verwirrend im Moment. Den hat schon jemand anders erledigt. Na, vielleicht können wir ja mal. Okay. Sieg. Naja, mit 5 Kills und 12 Toten sind wir jetzt nicht gerade der König der imperialen Sturmtruppen. Nichtsdestotrotz war es eine ganz interessante Runde. Ja. Also ist ein bisschen viel los, ist ein bisschen hektisch auch so. Muss ich mal schauen. Aber für den ersten Eindruck, ja, ist okay. Hoppala. Wir können bestimmt wieder irgendwas unlocken, aber ich mache jetzt mal Tschüss und sage, ich bin dein Vater. Bis die Tage. Ciao.